Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ein bisschen an der Soundqualität und an der Bildqualität gedreht. Es wird jetzt auf dem Foto, wo das C64-Bild praktisch rein projiziert wird, habe ich noch eine Maske drum gelegt, dass da auch wirklich bis in die Ränder reingeht, also dass das Gefühl noch näher dran ist, als ob mein Monitor an wäre, was er nicht ist, also zumindest nicht auf dem Bild. Und an der Soundqualität habe ich noch ein bisschen gedreht, also das läuft jetzt quasi zu digital, das andere wird ausgeblendet, wird überblendet und so weiter. Also da sollte es jetzt auf jeden Fall ein besseres Sounderlebnis geben, bei Amiga-Spielen als auch bei den C64-Spielen, dass sich das nicht mehr so anhört, als wenn das von einem Lautsprecher aufgenommen wird, sondern das halt direkt eingespeist wird, ne? So, zu dem Video heute. Meiner Meinung nach für mich was ganz Besonderes. Das ist ein Spiel, was ich vor 33 Jahren das letzte Mal gespielt habe. Und so lange auch, ehrlich gesagt, hatte ich das zweimal im Kopf, aber ich habe nie den Namen, nie den Namen davon gewusst haben, von diesem Spiel. Also das, wie gesagt, 33 Jahre her. Ich habe das damals sehr oft gespielt, im Beisein meiner Eltern, wenn die mir halt den C64 ausgeliehen haben mit meinen Brüdern. Und ich kam über die ganzen Jahre nicht auf den Namen von dem Spiel. Und irgendwann bin ich durch Zufall dann mit meinem Bruder drauf gekommen. Und ist schon krass, wenn man so ein Spiel nach der Zeit mal wieder spielt oder überhaupt mal wieder sieht und auch die Musik davon hört. Es geht um Street Surfer. Das ist ein C64-Spiel. Ich habe das hier in der Kassettenform. Da ist die Kassette. Es ist ein sag mal, Geschicklichkeitsspiel, wo man mit auf einem Skateboard auf der Straße fährt. Vordergründig muss man Flaschen einsammeln vom Straßenrand und auch werden einem von Autos halt Colaflaschen angereicht. Die muss man dann entsprechend abnehmen. Von hinten drängeln Autos. Es laufen Hühner über die Fahrbahn. Es sind Ölflecken, wenn mich alles täuscht, auf der Fahrbahn. Man muss halt drüber springen durch einen gedrückten Joystick-Knopf. Und man muss halt die Geschwindigkeit bestimmen. Und die Geschwindigkeit ist bei diesem Spiel wirklich ein sehr, sehr kritischer Punkt, weil so, wenn man zu langsam ist, wird man zuerst angehupt und kurz danach übergefahren. Und wenn man zu schnell ist, kriegt man die Kurve nicht. Dann wird einem Energie abgezogen. Aber das sehen wir jetzt einfach mal gleich. Ich starte mal dieses Spiel. Ich habe jetzt hier auch die Tab-Datei ausgewählt. Also das ist quasi genau die Kassettenversion davon. So, dann lädt er die mal. Kleine Nebenbemerkung. Sicherlich werden es viele Zuschauer, die hier zugucken, von früher noch kennen, wie man halt die Spiele kopiert hat. Ich hatte damals eine schöne so eine Plastikanlage mit zwei Kassettenlaufwerken. Dann hat man in der Regel entweder Aluminiumpapier, wenn man nichts anderes greifbar hatte, oder halt, wenn man es ein bisschen ordentlicher gemacht hat, hier oben die Löcher wieder verschlossen, um die Kassette auf der jeweiligen Seite zu bespielen. So, das hier ist eine, naja, 15er, würde ich sagen, oder ja, 15er Kassette. Damals gab es ja 60 Minuten und 90 Minuten. Und demnach konnte man, wenn man auf der Datasette das Zähllaufwerk sich das den Zähllaufwerksstand aufgeschrieben hat, sobald er das Spiel geladen hatte, dann konnte man praktisch auf einer normalen Musikkassette mehrere Spiele hintereinander kopieren, in Anführungsstrichen. Das sind ja Audiosignale, wie beim Fax im Grunde, die sich so anhören. Und die konnte man halt auch sogar mit High-Speed-Dubbing, wenn das noch ein Begriff ist, konnte man das einfach so überspielen. Man hatte dann, je nachdem, wie groß die Kassette war oder wie lang die Kassette war, hatte man dann irgendwie sechs, sieben Spiele auf einer Kassette.
So, jetzt dürfte er gleich fertig sein. Jetzt kommt auf jeden Fall schon mal das Ladebild. Und ich habe mich wirklich gefreut, wo ich dieses Spiel das erste Mal nach so langer Zeit mal wieder gespielt habe. Also die Musik, die ist einem natürlich im Kopf geblieben. Da ist das Spiel. Ist von 1986. 1989 hab ich's gespielt. Und dann über 30 Jahre nicht mehr. Also es ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt. Also, dass ihr halt so lange Spiele nicht mehr gespielt habt. Und welche Spiele euch, ich sag mal, so eine Freude gemacht haben. Oder ihr die jetzt neu entdeckt habt und die halt heute noch spielt. Dieses Spiel hat ich sag mal, einen Kritikpunkt, weil es gibt kein richtiges Ziel davon. Also, es ist eine. Man kann eine Highscore machen und man kann. Es gibt jetzt nicht wie bei Buggy Boy oder ähnliches eine Zieldurchfahrt, wo man sagt, das Spiel ist dann oder die Runde ist dann zu Ende oder man hat halt den Part geschafft, sondern es ist im Grunde endlos und man hat halt eine steigende Punktzahl. Das ist ähnlich wie bei Pac-Man zum Beispiel. Ja, ist wirklich sehr. Also, ist schon heftig, wenn man das so nach so langer Zeit mal wieder sieht. Und freut mich, ich musste mir dieses Spiel dann auch unbedingt kaufen. Also, alleine aus Prinzip. Und auch die Kassettenversion dazu. Race the streets to the greatest West Coast Soundtrack ever to pass your Commodore Soundchip. Also der geht wirklich ins Ohr, wird man gleich merken, wenn man ihn nicht kennt, wird man ihn, das ist wirklich ein Ohrwurm. Ja, die Ladezeiten sind leider ein Ticken länger. Avoid the bad guys, get the drinks when you can and watch out for Öl, Slicks and Chickens. Great Graphics, Mind-Blasting Music and Fun, Fun, Fun. Kann ich so unterschreiben? Bock wirklich. Das kann ich echt so unterschreiben. Ist ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Ja, das kriegt bei mir auch einen Ehrenplatz. Ist kompatibel zum C64 und Modo 128. Wobei war so ziemlich alles auf dem 128er lauffähig, weil er da auch so einen 64er Modus hatte. So, also von mir aus könnte es jetzt langsam losgehen. Danke. Das ist ja ein Timing. Ja, das ist das Spiel. Oben links die Score. In der Mitte die gesammelten Flaschen und rechts die Topscore, die sich dann speichert. Joystick hält noch, Saugnäpfe funktionieren auch noch. Ich spiele das Ganze oldschool-mäßig mit diesem Joystick. Also kein Competition Pro, sondern ich finde, so ein C64 gehört so ein älterer Joystick. Klar, der Competition Pro ist jetzt auch nicht unbedingt neu, aber so die ältere und so unmodernere Generation. So, gestartet wird das Spiel durch Space. Nach vorne drücken, beschleunigen, zurückziehen, ein bisschen Geschwindigkeit vermindern, links, rechts. Das so fängt, ja, so fängt halt an. Ich muss den Öllachen muss ich auswählen. Da habe ich jetzt eine Flasche verpasst. Ich muss mich langsamer pushen. Es ist wirklich nicht einfach. Und anfahren darf man das auch nicht. Ja,
eingesammelt. Steht mittig eine. Jawohl, genau. Junge, Junge. Ja, das ging schnell. Starten wir natürlich nochmal. Nicht zu schnell, weil sonst driftet man halt nach außen. Einer war ein Chicken. Und noch eins. Hier die Hühner laufen wieder. Ja, alles klar, ich gehe ja schon beiseite. Ups, doch. So, jetzt habe ich aber zumindest mal einen erwischt. Ich darf auch nicht zu schnell sein. Na, zwei. Und er wird halt immer nach außen getragen. Dann hätte die Kurve halt im Grunde weiter ändern haben müssen. Muss man dabei im Hinterkopf behalten, dass hinten auch Autos kommen. So. Da ist der Recyclingbehälter im Grunde, wo die Flaschen reinkommen. Die Energie wird wieder aufgefüllt. Leider keine Cola dabei. Juhu, dauert. Das war knapp. Okay, komm, komm, komm. Wohin? Links, rechts, da. Überhol mich doch jetzt bitte wieder. Na, das ist zu schnell. Okay. Ja, ich gehe ja links. Kann nicht schnell soft merge. Also gefühlt. Also das Spiel hat schon hohe Anforderungen. Zwei. Alles andere als einfach. Aber das Einzige, was ich mir wirklich gewünscht hätte, wäre, dass man halt ein Ziel hat. Also dass die, klar kann man jetzt sagen, die Highscore ist auch ein Ziel, aber das hat man halt von irgendwas. Öl. Chicken. Öl. Nochmal Öl. Auto. Öl und Auto. Flasche. Zwei, drei. Dass man halt in irgendeiner Form ein Ziel hat. Das ist halt leider nicht der Fall. Ja. Springen. Springen. Ja. So viel erstmal dazu. Ich bin zweimal gestorben. Ich finde, das reicht vielleicht für einen ersten Eindruck. Vielleicht spielt ihr es auch selber gerne.
Schreibt gerne mal eure Scores in die Kommentare oder eure Meinung dazu oder zu anderen Spielen. Das war es erstmal von mir. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich freue mich drauf. Gerne abonnieren, gerne liken. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.